Ah, wie rührend, dass es dich kümmert. Lass einfach nur das Fenster offen, ich finde es selber raus. Wir werden zurückbringen, was wir nicht brauchen, nur damit ihr das nicht... Nur damit ihr uns das nicht übel nehmt. Ich bin erleichtert, dass du die wichtige Arbeit, die vor uns liegt, nicht aus den Augen verloren hast. Wenn wir Valianer ausrauben, um Valianer zu helfen, was erreichen wir denn hier eigentlich? Wir wirklich machen das? Helfen einem Thief? Nun, nicht schau mich so, ich musste nur fragen. Machen wir das tatsächlich einem Dieb helfen? Schau mich nicht so an, ich musste einfach fragen. Hier gibt es ein Fenster nach draußen. Of course. I'd be glad to. Eigentlich ist das einzig Vernünftige, was ich hätte tun können. Durch das Fenster flüchten. Das Vernünftigste, was ich hätte tun können, wäre mich raushalten. Jetzt gucken wir mal kurz, was uns das gebracht hat. Wenn ich jetzt wieder ins Valera-Anwesen gehe. Ich hätte mich eigentlich raushalten sollen, jetzt da ich weiß, dass ich es verkackt habe. Vor allem habe ich jetzt eigentlich gerade die Familie krepieren abgemurkst, die für den Waffenstillstand bereit ist, während die andere Familie radikale Idioten sind. Was mir nicht gerade irgendwo Bonuspunkte einbringen würde. Mal gucken, was ich jetzt davon habe. Wenn nicht, lade ich einfach neu und halte mich raus. I hope the Valera name has not been blemished by thievery and treason. Ich hoffe, der Name Valera wurde nicht durch Diebstahl und Verrat befleckt. Natürlich blickt Martino scharf an. Belder spoke highly of your execution of the Baldato Muscle. Belda hat eine Hinrichtung der Bardato-Anhänger sehr gelobt. We are not finished with the Bardatos. There is more red work. Wir sind mit den Bardatos nicht fertig. Es war noch mehr blutige Arbeit. Er wirft Atello einen Blick zu. What would you have us do? Kill Ezali? Was sollen wir tun? Ezali umbringen? Atello fasst sich zitternd an die Hand. Kill all of them. No witnesses. No Bardatos. Moment, tötet sie alle. Keine Zeugen, keine Bardatos. Moment, dafür bin ich nicht hier. Hat dir schon immer jemand gesagt, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast, Martino? Das kann doch nicht dein Ernst sein, Atello. Nehmen wir mal die zwei. Ach, it says something that I am the clear-headed one in the family. Ach, schlimm genug, dass ich in der Familie derjenige mit klarem Kopf bin. I'd go myself, but this does not work without a Valera alibi. Ich würde ja selbst gehen, aber das funktioniert nur mit einem Valera-Alibi. As far as our guards are concerned, you were playing dice during the massacre. Ach? Hagrim, was unsere Wachen angeht, so hast du während des Massakers Würfel gespielt, Ack. Und ich soll dir wohl vertrauen? Ach, we Valera stick by our allegiances. Ack, wir Valeras halten uns an unsere Bündnisse. So be it. Nö. Ich frag mal Atello, ob er das wirklich zulassen will. Weil das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich noch die ganzen Bardettos abmuchsen soll.
I hope the Valera name has not been... Belder, we're not... What? Kill all of them! No, we... God help us, he is. Und doch, mögen die Götter uns helfen, dass ich nach Athelos Meinung frage. I go myself, but this, as far as our guards are concerned, you were playing... Don't consider for long. The Bardatos are out for blood. Ja, eliminiere die Bardatos. Widerstrebend hat Atelo dem Wunsch seines Sohnes nachgegeben, die Bardato-Familie für immer aus der Kataka zu verbannen. Sie haben nicht darum gebeten, keine Zeugen zu hinterlassen. Ich bin mit den Sais Waren fertig geworden. Atelo und Martino werden einen Bericht über die aktuelle Entwicklung wünschen. Nö. Dafür habe ich ja das Let's Play, also meinen letzten Save, mir aufgehoben. Man kann sehen, wie man will. Ich habe diese Quest komplett verkackt. Und eine totale Familienfehde ausgelöst. Das ist ehrlich gesagt ich nicht wert. You flaccid butt. Peace! It's the sea. Did I not tell you earlier that a solution would present itself? Ja, ich ohrfeige ihn mal. Matthäus Kopf steckt zur Seite, Blut aus den Lippen. You deserve that and more. Das und noch mehr hast du verdient. Martino talked. We need to get Belda out of there before she's taken. Ja, ich werde es nicht machen. You have been playing both sides. This cannot go on. Ja, ja, jetzt kann ich auf beiden Seiten weitergehen. No? Gehörst du zu uns oder nicht? Atel rundet die Stirn, wartet gespannt. Ich gehöre zu euch. Ich glaube nicht. Ich habe besseres vor, als mich mit kleinen Dieben abzugeben. Wenn du nicht zu uns stehst, kannst du mit Isai zusammen untergehen. Mit zusammengebissenen Zähnen stürzt sich Martino auf dich. Matiko, how many times? Matiko, wie oft schnauben, wirft sich auch Atelo in den Kampf. Ja. Will ich die Valeras jetzt umbringen? Nein, nicht wirklich. Das heißt, wir können diese Quest komplett ignorieren. Wahrscheinlich bringen sie sich beide irgendwann gegenseitig selber um, damit die Quest irgendwann als gescheitert getriggert wird. Deswegen nehme ich meinen Abschied. Geh lieber meine Kopfgelder abgeben und in der Messing-Zitadelle meine Besohnung für Hasongo kassieren. Bevor ich mich dann im Schlund umsehe. Diese ganze Valera-Badato-Geschichte hat mich jetzt nämlich gerade schon wieder fast über eine Viertelstunde Aufnahmesession gekostet. Und das alles wieder für nichts. Aber das ist nun mal die Sache mit einem Blind-Let's Play. Wenn man irgendwelche Fehler macht, läuft, geht das auf einen zurück. Ist jetzt halt die gute Sache. Was mache ich als erstes? Messing-Zitadelle, dann die heilige Treppe, dann Schlangenkrone, dann Perikis Aussichtspunkt oder erst Perikis Aussichtspunkt, dass ich an den Gegenstand rankomme. Der dunkle Schrank, genau, wir geben erstmal die Handschuhe zurück, dass wir das endlich mal erledigt haben. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt nicht auch verkackt haben, indem wir uns zu lange Zeit gelassen haben und sie jetzt ein Gemälde an Akimirs Wand ist. Was bist du für einer? Du gehörst nicht zu meiner Mannschaft. Fasina, hi. You're back. Kue, any news? Du bist zurück. Gibt es Neuigkeiten? Fasina beugt sich vor. Ja, ich habe mich um
Bertenos Schulden bei Hamutos Steinferse gekümmert. You are willing to put up all that money? Du warst bereit, so viel Geld zu bieten. Sie kneift die Augen zusammen. What of the gloves? What happened to them? Was ist mit den Handschuhen? Was ist mit ihnen geschehen? Die Handschuhe hergeben. Ich habe sie hier für dich. Die Seitendinger, was gibst du mir für sie? Bertenno hat die Handschuhe genommen und ist geflohen. Tut mir leid. Handschuhe? Was sind für Handschuhe? Ich habe keine Handschuhe. Nehmen wir die 1. Sie nimmt die Handschuhe mit einem dankbaren Seufzen an. At least I know Arkemir won't feed me to the imps. Wenigstens weiß ich, dass Arkemir mich nicht an die Imps verfüttert. Sie fällt jetzt auf, wenn ich die Handschuhe verstaut sie. Take your discount as well. If the cupboard doesn't make its goals, so be it. Nimm auch deinen Rabatt. Wenn der dunkle Schrank seine Verkaufsziele nicht erreicht, so sei es drum. Ich muss in Arkemirs Anwesen reinkommen. Imp, go hang laundry. Imp, geh und hält Wäsche auf. Sie hält zum Schweigen einen Finger und beobachtet ihn im Distanz, als er launisch wegplattert. I'm only doing this for how you help Bertenno. Ich tue das nur, weil du Bertenno geholfen hast. Sie gibt ein tiefes Seufzen und du deinen Schlüssel aus ihrer Tasche. Burn Arkemir's manor down for all I care. Hier, du kannst meinetwegen Arkemirs Anwesen auch niederbringen. Sie legt den Schlüssel in deine Hand. Ja, du hast den Schlüssel erhalten. Sehr What schön. Else do you need? Was brauchst du sonst noch? Zurück zu der Sache mit Arkemirs Anwesen. Sie seufzt und hält sich die Schläfen an beiden Händen. Zurück zu meinen anderen Fragen. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Das ist ein Zauberbuch. Jede Menge Tränke und Schriftroll. Ziemlich viele Zutaten. Hier sind die Butensachen. Für die wir kaum Geld haben. Zauberanker. Staubiges schwarzes Zauberbuch. Das ist auch nur ein Zauberbuch. Gwyns Hochzeitsstrumpfband. Verfassung, Resistenz gegen Gewandtheitswirkung. Okovas Finger. Zauberbuch der dampfförmigen Zauberei. Naja, von Zauberbüchern halte ich zurzeit nicht mehr so viel, weil man ihre Zauber nicht mehr übertragen kann. Naja, vielleicht ändern sie das System irgendwann wieder ab und geht zum Alten über. Muss ja nicht unbedingt so wie in Baldur's Gate sein, dass man Magierzauber aus Zauberbüchern lernt. So, aufgeschlossen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Südlich von Ekataka gibt es das Schiff. Das war das mit der Graberstraße für die Juana. Mann über Bord vor Todeslicht segeln, ja. Vorwärts springen, Kopfgeld Biakara. Das war Hasongo. Ja, das war nach Tikawara und das hier war den Adra zerstören. Dann muss ich die noch finden. Die Stürme von Pokokahara, das ist auch so eine Sache. Da muss ich nach Schlangenkrone. Das Thema hat sich erledigt. Da muss ich in die Stufen. Da muss ich um Tikawara-Inseln finden. Das ist die Akimir-Sache. Da muss ich wieder in die Stufen, also zu den Tempeln. Das mit den geschminkten Masken, das könnte noch was werden. Da muss ich nach Schlangenkrone, okay. Da muss ich irgendwo anders hin. Da auch. Die Graberstraße sowieso. Gut, okay.
Dann bringen wir mal bei Akimir direkt ein. Ja, mit Akimir selber möchte ich mich nicht unbedingt anlegen.